Das ist das Intro zu unserem allerersten Online-Gottesdienst im März in diesem Jahr. Mit Handys haben wir aufgenommen und mit provisorischen Mikrofonen, die wir im Raum verteilt haben. Dafür ist das Ergebnis doch ganz ordentlich geworden. Danach haben wir aufgerüstet mit 3 Sony-Kameras vom Typ Alpha 6100, mit einem Kondensatormikrofon Stereo Tascam TM2, einem Richtmikrofon von Rode und einem Knopfmikrofon von Sennheiser. Dazu gab es noch Stative und schon ging es los. Benjamin Skupski baut hier gerade unser gesamtes Equipment in der Sausenheimer Peterskirche auf. Er ist inzwischen, nachdem Max Niesner weiterziehen musste, im Prinzip die zentrale Schaltstelle unserer gesamten Aufnahmen. Er ist auch der Wächter über unser ganzes Equipment. Der Gottesdienstraum muss natürlich auch hergerichtet werden. Hier kümmert sich Oliver Borbe darum. Er hat an dem Tag unseres Making-ofs die Orgel gespielt. Die wird hier gerade eingepegelt, das Bild richtig gemacht, der Ton abgecheckt. Das gleiche gilt natürlich auch für den Altarraum. Hier auch nochmal ein Lichtcheck und schauen, ob alles passt. Und dann geht es los. Benjamin Skupski klatscht hier nicht, weil er alles schon so toll findet, sondern das hilft uns später, die Spuren aufeinander abzustimmen. Und so sieht es in etwa aus. Wenn man hier durch den Sucher guckt. Die Aufnahme ist jetzt aus der Friedenskirche, wo wir auch unsere Gottesdienste aufzeichnen. Und dann fangen wir an. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir feiern die Gottesdienste im Prinzip als Regelgottesdienste. Das heißt, wir feiern sie am Stück durch für alle, die da sind, also heute 4 Personen. Und der größte Unterschied zu dem normalen Gottesdienst ist natürlich, dass niemand sonst da ist und dass wir zwischendrin die Mikrofone wechseln müssen. Das ist manchmal eine ganz schöne Fuddelei. Die Predigt steht natürlich im Mittelpunkt, auch unserer Online-Gottesdienste. Sie nimmt in der Regel auch den größten Teil ein. Hier ist es Andreas Funke, der zu einem Adventsthema spricht. Und der Gottesdienst endet natürlich auch mit dem Segen. Und so segne und behüte euch, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nach der Aufnahme kommt das Arbeiten am Computer. Hier wird alles aufeinander abgestimmt. Und Lara Büchner, die im Moment uns sehr viel hilft, hat an diesem Sonntag den Dienst übernommen. Sie macht das im Team gemeinsam mit Rainer Wolf, immer mal wieder noch mit Max Niesner und unserem Youngster Maximilian Dach. Liedtexte werden eingefügt, Überschriften reingemacht, das Intro daran geklebt. Das ist immer mal wieder etwas anders, denn wir zeichnen unsere Gottesdienste unter anderem in Kirchheim auf oder auch in der Martinskirche oder wie gesehen in der Friedenskirche oder der Sausenheimer Peterskirche. Und so geht es dann los. Sodass Sie zu Hause den Gottesdienst am Sonntag oder an den Feiertagen sehen können.